was ich Ihnen gerade erzählt habe, okay, hunderte von Wohnhäusern waren hier verkauft. Wir gehen jetzt zum Tal der Könige. Natürlich wieder durch Einkaufsstraßen. Vorhin sind wir über das Tal der Königinnen geflogen und jetzt besuchen wir das Tal der Könige. Das Tal der Könige nachgebildet. Von Bergen umgeben. Kommen Sie bitte auf. Wir wohnen direkt am Main, an der alten Main. Sind die ganzen Könige aufgeführt, die hier liegen. Platz aus. Das ist Naturpyramide, nennt man Naturpyramide vom Tal der Könige. Das hat auch eine Bedeutung, wenn ich Ihnen gleich erzähle. Von Ramses II. Das war noch nie zugänglich für Touristen, wird aber wohl bald. Pyramide war Symbol für die Ewigkeit. Wieso? Spitze der Pyramide. Wir nehmen an, das ist die Sonnenscheibe. Okay. Wenn man so eine Scheibe malt und Sonnenstrahlen fallen so von oben nach unten, das gibt uns die gleiche Pyramidenform. Man hat gemeint, wenn der König in dieser Form begraben wird, seine Seele geht nach oben. Diese Form hilft seiner Seele nach oben zu gehen, um sich mit der Spitze, nämlich mit dem Sonnengott Ra, Sonnenscheibe. So, wir besuchen jetzt die Gräber, mit dem fangen wir an, das ist Ramses 9. Und zwar wurden die Gräber angefangen zu bauen, als der König gekrönt wurde. Und wenn der gestorben ist und das Grab noch nicht fertig war, hatten die Leute noch 70 Tage Zeit, das Grab fertig zu bauen. Und zwar 70 Tage, weil 40 Tage dauerte es, den König einzubalsamieren. Und 30 Tage danach wurden noch gefeiert. Und wenn die 70 Tage rum war, durften nicht mehr weitergebaut werden. Und der König wurde dann in ein unfertiges Grab gelegt. Die meisten Gräber sind hier geschlossen, weil die Touristen doch Feuchtigkeit ausstrahlen und Feuchtigkeit ist das Schlimmste für die Farben. Und dann werden immer 11 Gräber abwechselnd geöffnet. Jetzt gehen wir zu Ramses. Den darf ich nicht filmen, nur fotografieren. Ungefähr 100 Meter rein in das Grab durch einen Gang und dann kommt erst das eigentliche Grab. Und dort wurden die ganzen Schätze und Opfergaben, also alle Schätze mit reingepackt in die Gräber. Und die wurden aber zwischenzeitlich ausgeraubt und auch die Mumien wurden ausgewickelt und die Amulette und der Schmuck, die hatten immer den Glückskäfer, den Mistkäfer als Glücksbringer, den Skarabäus. Und das wurde alles geraubt. Außer das Grab von Tutanchamun, weil das besonders tief liegt, das haben sie nicht gefunden. Und da drin waren alleine 300 Kilo Gold, die jetzt in den Museen verteilt. Die Reiseleiter dürfen auch nicht mehr mit in die Gräber rein, weil da auch die Touristen dann zu lange bleiben und das durch den Farben beschädigt werden. Und jetzt besuchen wir das Grab von... Ich gehe jetzt in das Grab von Zipta. Das ist nicht so schwer zu besteigen. Und Benedetto geht jetzt... Gehen wir doch alle in das schwere Grab von Tausa Zentnackt. Wir nehmen auch die Preußen mit. Benedetto geht jetzt in das Grab von Amenhotep den II. Da geht es wohl ein bisschen tiefer runter. Da kann ich mal am Eingang gucken. Das ist das Grab von Tutanchamun. Die 300 Kilo Gold gefunden haben, die jetzt im Ägyptischen Museum sind. In Kairo allerdings, nicht in Berlin. Geht Benedetto ins Grab von Merantpa. Ramses II. Aber da kommt man gar nicht rein. Da ist die Pyramide zu sehen, da oben. Und die gilt hier für alle Gräber. Und es ist immer wichtig, dass die Könige unter Pyramiden begraben werden, weil die Spitze der Pyramide zeigt zur Sonne und das ist dann der Weg zum Sonnengott. Hier wird immer noch ausgegraben. Ein Stein wird abgetragen und einer sitzt da und passt auf, dass alles richtig machen oder nicht. Jetzt geht die Fahrt weiter und wir besuchen eine Steinfabrik, was sehr unterhaltsam war. Ja, also, er ist gestritten mit dieser Schalen.
heißt Alabaster. Und Alabaster, das ist so wie Kristall aus, gibt es nur drei verschiedene Farben. Nummer 1, weiß. Nummer 2, braun. Nummer 3, grün. Also weiß, braun und grün. Nehmen wir mit dieser Stein, mit Bär, mit Esel und Kamel, große Stein so wie das. Das ist die Rohmaterial aus dem Stein. Und erstmal macht ihr eine Form, mit einem Fachhammer. Machen eine Vase, Schale, Schale, Aschenbüsche, Aschenbüsche, Zuckerdose, Zuckerdose, eine Statue. Okay. Wenn sie fit, und dann mach noch so, arbeiten. Und dann mit Sandstein auch so polieren und dann gefroren im Ofen und dann mit Wasser polieren. Das braucht 10 Tage. Kann man tierisch stärken, das Garen, schau mal hier. Wow! Alle zusammen, wenn Sie sagen, hoch, hau zusammen, geht großer Rabatt drinnen. Jalla! Wow, Mensch, Meier, großer Emme, kleiner Eier. Guck dir mal. Also, das wird handgemacht, und dünn. Aber das ist maschinell. Maschinell immer dicker und schwer. Und das ist nur eine halbe Stunde Arbeit. Warum? Das ist kein Alabaster. Das ist Marmor, okay? Das ist der Unterschied, die Hand und Maschine, okay? Verkäufer. Sagen hallo, 2-3 Stück, 20 Euro. So viel. 5 Euro. So viel. Cushing. Cushing, so viel. Warum? Jetzt gemacht. Das ist okay für Karl, aber nur für schlechter Freund oder Schwiegermutter. Gibt es auch hier Rosengranitstein, das ist sehr hart und massiv. Und dieser Mann heißt ägyptischer Krese. Picasso. Machen aus Kalkstein Motiv. Hochrelief oder Tiefrelief, mit Farbe oder ohne. Manchmal machen eine schöne Pyramide, kann man Tierlicht oder Kerze, schau mal hier. Wow, Mensch, Meier. Manchmal machen eine Katze, yeah. Hund, oh. Kamel, Karabin, yes. Oder Elefant. Oh, oh, oh. Also, danke für die Hörung, jetzt gehen wir rein und die danke für die Hörung. Pharaonen! Hallo, Pharaonen! Also, ich gebe noch 2-3 Minuten und dann ruhen und schauen. Kein Stress, kein bla bla bla. Alles das ist handgemacht. Auch wenn Sie interessant verkaufen, Sie machen auch ein gut Backen mit Plastikfolie und Sie geht ein Bottom Receive in das Flugzeug. Okay? Hier, diese Ecke ist Kalksteinbasen, kann man Blumen, wasserdicht. Und das ist die weiß Alabaster, handgemacht. Gibt es auch hier eine Obelisken? Kann man schreiben, die Namen lassen? Arabisch, Deutsch oder Hieroglyphen? Alles das ist weiß Alabaster. Und hier, das ist echt Malachitstein. Und blau, das ist Lapis Lazuli. Okay? Das ist eine Natur. Bisschen laufen bitte hier. Okay? Hochrelief oder Tiefrelief, Kalksteinbasen und Kalksteinbalette oder Basaltstein. Und das ist Onyxstein. Und Onyx, das ist kann man wasserdicht. Bisschen laufen. Ich bleib hier stehen. Hallo. Pharaonen. Hallo. Pharaonen. Also, diese Ecke ist richtiger Basalt. Und Basalt immer grau, keine Schwarz. Und Skarabäus, das ist ein Glückskäfer, nicht Misskäfer, ein Glücksbringer. Und das ist drei Brüder von unterschiedlicher Mutter. Und Vater auch. Ja, richtig. Das ist weiß Alabaster, was sagen Sie? Wow, Mensch, Meier, großer Emme, kleiner Eier. Und das ist brauner Alabaster. Wow, danke. Mensch, Meier. Und das ist die grüne Alabaster. Wow. Wow, Mensch, Meier. Und dieser Mann aus Hamburg. Wow, Mensch, Meier.
das ist Deutsch-Schaman. Aber gibt die Schamanen sehr groß, gibt es keinen Platz. Okay? Und diese Ecke ist leuchtet im Dunkeln, als Phosphor. Ich hatte angefangen. Nur ein Kandidat. Arbeiter aus dem Tal des Königs haben hier in Häusern gelebt. Die haben die ägyptische Woche hatte damals 10 Tage, die haben 8 Tage gearbeitet und 2 Tage frei gehabt. Und die Familien der Arbeiter, die wohnten hier in Häusern und durften diese Häuser auch nicht verlassen, um nichts verraten zu können. Und die durften auch nicht auf die andere Nilseite. Jetzt geht's in den Hatschepsut-Tempel. Auch hier steht wieder ein Modell. Die Terrasse war völlig kaputt. Und die wurde von 1977 bis 1997 wieder aufgebaut. Alles mit alten Steinen. Toll haben sie die wieder aufgebaut. Da oben werden auch noch Ausgrabungen getätigt. Jetzt sitzen wir schon wieder. Geschrieben, das ist auf die Zeit von Hatschepsut geht. Nebenan, hier links davon. Und das war der erste Terrassentempel Ägyptens. Von dem Mittleren Reich, vor 4000 Jahren, von einem König hieß Montu Hotob Nip Hetebra. 3 Kilometer rechts von uns liegt hier das Tal der Könige, wo wir eben waren. Und da kann man auch rüberlaufen, aber nur mit Genehmigung und Ticket. Und links von uns, 1 Kilometer entfernt, liegt das Tal der Königinnen, wo wir heute früh rübergeflogen sind. Und vor uns der Hatschepsut-Tempel. Hatschepsut war eine Königin, die eigentlich ihrem Stiefsohn das Amt weggenommen hat. Und daraufhin hat der Stiefsohn sämtliche Bilder von ihr zerstört, die im Tempel sind. Es gibt nur ein einziges Bild in der Kapelle und das werden wir uns gleich angucken. Hier haben wir eine Sphinx. Die erste Ebene ist gesperrt, aber zur zweiten können wir dann hoch. Und jetzt gehen wir erst in die Kapelle. Figuren stellen auch die Königin Hatschepsut her, da. Und sie ließ sich immer mit Bart abbilden und wollte damit beweisen, dass sie genauso gut, oder zeigen, dass sie genauso gut ist wie die Männer. Da ist die Göttin Hetta, die heilige Kuh, und da sitzt Hatschepsut drunter und trinkt Milch. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber dadurch durfte der Stiefsohn dieses Bild nicht zerstören. Das ist das einzige Bild von Hatschepsut, was nicht zerstört ist. Göttin der Kuh. Da ist die Kartusche, aber ohne Namen. Den Namen hat der Stiefsohn zerstört. Das ist ein bisschen diesig, aber eigentlich kann man von hier den Karnak-Tempel sehen, sieht man auch. Und der ist auf der, genau der gleichen Achse wie der Tempel hier, der Hatschepsut-Tempel. Und da sie sich nicht kämpfend hat abbilden lassen dürfen können, weil sie ja kein Mann ist, darf sie nicht kämpfen, hat sie sich der Wirtschaft gewidmet und hat sich mit Fischen und Fischnetzen Fische abgebildet. Ich glaube, schlecht zu sehen. Hier ist der zweite Pylon. Der Heiligturm, der Opfergaben. Sieht man, dass die Köpfe von ihr weggemeißelt wurden. Da ist auch wieder ganz deutlich der rausgemeißelte Kopf zu sehen. Da sieht man den Sternenhimmel in Blau. Und die Farben sind, wie gesagt, alle echt aus der Natur. Hier ist der Opfertisch. Und daher ist auch die Farben besser erhalten und man kann den Sternenhimmel sehen.
J'ai dit, comme j'ai expliqué pour vous, pour faire là, du tour, de tout autour, hein. Ouais, je ne vais pas utiliser la capacité pour faire là. Der Memos-Koloss. Jetzt geht es mit dem Boot wieder zurück von Westluxor nach Ostluxor. Ja, ne, jetzt geht der Reiseleiter noch davor. Aber ein Affe im Zimmer. Und das Bettchen voll Blüten. Schön.